Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, vielen Dank für Ihren Bericht. Sie, Herr Minister, hatten in Ihrem Vorwort zur Tourismusstrategie zu Recht darauf hingewiesen, dass Wachstum im Tourismus keine Selbstverständlichkeit ist und nicht ausschließlich auf Quantität ausgerichtet werden sollte. Das ist im Prinzip richtig, aber gerade nach 2 Jahren der Corona-Beschränkungen sollte der Tourismus hier im Land erst einmal wieder das Niveau erreichen, das er vor der Corona-Zeit hatte. Einmal mehr muss daran erinnert werden, zu keinem Zeitpunkt hat das Hotel- und Gaststättengewerbe das Infektionsgeschehen relevant beeinflusst. Stattdessen wurde dort von Beginn an vorbildlich mit Hygienekonzepten gearbeitet, um trotz der gravierenden Einschränkungen, gerade während der Lockdown-Phasen, den Betrieben das wirtschaftliche Überleben zu sichern. Bereits im Februar des vergangenen Jahres, da befanden sich Bund und Länder noch tief im Corona-Ausnahmezustand, legte der Deutsche Tourismusverband das Konzept sicheres Reisen im Deutschland-Tourismus vor und zeigte damit frühzeitig detaillierte Perspektiven für einen bundesweit einheitlichen Neustart im Tourismus auf. Und so ist es in der Folgezeit geblieben. Die Anstrengungen der Branche für sicheres Reisen waren und sind vorbildlich. Gedankt hat es die Politik der Branche nicht, denn das Hotel- und Gaststättengewerbe war wirtschaftlich mit am längsten von den Corona-Beschränkungen betroffen. Von diesem Hintergrund fällt es schwer, heute eine positive Zwischenbilanz für den Tourismus in Schleswig-Holstein zu ziehen, so wie es im Bericht der Fall ist. Denn nach wie vor haben wir es in Schleswig-Holstein mit einer mindestens zweigeteilten Situation zu tun. Während Tourismusbetriebe im Binnenland nach wie vor ums Überleben kämpfen, genannt seien hier die schönen Landgasthöfe bei uns, ächzen die Bürger an den Küsten, bei mir in Ostholstein, das ist auch schon so, oft unter dem sogenannten Übertourismus und erinnern daran, dass Wachstum in der Tat seine Grenzen hat. Was die Entwicklung des Personals im Hotel- und Gaststättengewerbe betrifft, bezweifeln wir, dass die in der Strategie formulierten Leitprojekte eine Trendwende herbeiführen können. Besonders durch die Corona-Politik der letzten Jahre hat die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Gastronomie und Hotellerie deutlich abgenommen. Eine weitere Konsequenz dieser Entwicklung ist der noch dramatischere Rückgang bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Aufgrund der langen Lockdown-Monate sind gerade dieser Branche viele Arbeitskräfte dauerhaft verloren gegangen. Servicemitarbeiter in der Gastronomie haben eben nur bei Laufen im Geschäftsbetrieb ein halbwegs angemessenes Auskommen. Wer sich deshalb inzwischen einer anderen Tätigkeit zugewandt hat, wird wohl kaum zur Rückkehr in die Gastronomie zu bewegen sein. Und so bleibt ein widersprüchliches Fazit. Die Tourismusstrategie enthält viele Punkte, die zu Recht verfolgt werden sollten und die wir auch unterstützen. Hierzu zählen ein qualitatives Wachstum, die Investitionen in regional unterschiedliche Schwerpunkte und die Förderung einer gleichmäßigen Auslastung mit dem Ziel, Schleswig-Holstein beim Tourismus auf eine Ganzjahresdestination auszurichten. Über den Radwegebau haben wir auch schon an dieser Stelle sehr oft gesprochen. Das ist auch bei uns im Kreis ein ganz vordringliches Thema und bin froh, dass dort auch wirklich was passiert. Sämtliche Strategien verfehlen aber ihre Wirkung, wenn das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Politik nicht mehr gegeben ist. Gerade die Tourismusbranche braucht nach 2 Jahren Corona jetzt zuallererst wieder politische Verlässlichkeit und das bedeutet auch an dieser Stelle, muss ich sagen, nie wieder Lockdown, egal was der Bundesgesundheitsminister an Dauerpanik verbreitet und egal wer in der nächsten Landesregierung Tourismusminister sein wird, er darf sich von dieser Panikmache nicht anstecken lassen. Denn dann, nur dann kann diese Branche zeigen, was in ihr steckt und das ist eine ganze Menge und das wünschen wir uns alle für unser Land und für unsere Tourismuswirtschaft. Vielen Dank.